Moin! Jo, heute mal eine weitere Vorstellung von einem Tscherbokov-Messer. Wir haben hier nämlich das Drisch in Carbon Fiber. Das hatte ich vor ein paar Wochen schon bei so einem Messer-Buddy-Treffen mal in der Hand. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Warum es mir so gut gefallen hat, das erzähle ich euch gleich noch. Das war jetzt zuletzt beim Miro. Ich vermute mal fast, der hat sein Video zu diesem Modell auch schon rausgebracht. Checkt das mal aus. Wenn er es schon rausgebracht hat, werde ich es in der Videobeschreibung verlinken. Ebenso findet ihr dort natürlich den Bezug. Das Teil wurde mir mal rumgeschickt von Flo und Richie von Tools for Gents. Ja, Wenn ihr das cool findet, dann checkt mal Tools for Gents aus. Den Link zum Shop packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Ist definitiv ein Cherbokov, das mir mit am besten gefällt. Ich bin mir noch nicht sicher, welches Design ich ja von den Cherbokov, die ich jetzt in der Hand hatte, am besten finde. Das Poputschik ist ein sehr außergewöhnliches Messer gewesen. Mir dann aber doch zu klassisch und in der Ausführung, wie ich es hatte, zu wild. Das Ruski hat mir von der Linie sehr gut gefallen. Dann hatte der Richie in einem seiner Videos auch die komplett Titan-Variante gezeigt. Sehr geil. Also, das hat mir schon richtig gut gefallen. Ich schwanke jetzt noch zwischen dem Scout und dem Tukan, welches mir da denn so am besten Ja, das gefällt. Drisch ist aber auch nicht schlecht. Ja, die haben einige Eisen auf Lager. Von daher auch mal ein ganz persönliches Dankeschön, dass Tool for Gents diese Teile nach Deutschland geholt hat. Eine neue Messermarke. Ganz klar, wir bewegen uns hier wieder absolut im hochpreisigen Bereich, aber dafür wird auch ordentlich was geliefert. Wie halt auch hier bei dem Strich. Das fängt schon bei der ganzen Verarbeitung und beim Material an. Das Carbonfiber ist sehr schön. Ja, ist alleintragend, also keine Stahlleiner. Hier sieht man für mich den größten Kritikpunkt. Die Standoffs, die sind sowas von langweilig und lahm. Die machen natürlich ihren Job, aber sind furchtbar langweilig. Da sollte man definitiv andere Hülsen ranknallen. Gefallen mir überhaupt nicht. Sieht einfach langweilig aus, passt nicht. Da sollte was Besseres gefunden werden. Der Clip ist auch nicht ein Highlight, trägt sich aber wunderbar, das Messer. Und liegt auch in meiner Hand zumindest wunderbar. Bettet sich alles gut ein. Wer auch immer den Clip gestaltet hat, der mag ähnlich große Hände wie ich gehabt haben. Passt einfach gut. Du hast hier als Linkshänder absolut dann keine Hotspots. Liegt dann halt auch daran, dass das Carbon Fiber schön gerundet ist. Ja, wie ich schon sagte, schöne Qualität, sieht gut aus. Dadurch, dass wir dann keine Stahlleine haben, außer hier halt die Linerlock-Seite, die ist dann natürlich auch Stahl. Aber sonst selbst tragend ist das halt ein sehr, sehr leichtes Messer. Die technischen Daten packe ich euch ebenfalls in die Videobeschreibung rein. Ja, jeder, der auf das Teil hier jetzt ein Auge geworfen hat, der checkt die einfach mal aus. Als Klingenstahl haben wir den Böhler K340, ja, da kann ich euch leider nichts zu sagen. Den hatte ich auch noch nicht in Benutzung. Ich habe allerdings auch noch keine schlechten Erfahrungen mit Böhler-Stählen gemacht. Von daher wird er wohl seinen Job machen. Bin mir jetzt nicht sicher, wie rostträge der ist. Der hat hier schon so ein paar Anlaufpunkte, Flecken. Jetzt absolut kein Rost oder so, aber man hat das Gefühl, hier baut sich so eine kleine Patina irgendwie auf. Ich meine, Miro hat das Messer auch benutzt. Ja, gut möglich, dass da irgendwie was zurückbleibt. Ich habe es jetzt auch noch nicht aufpoliert. Ja, müsste man mal reinschauen ins Datenblatt, in den Stahlschlüssel, um zu checken, was der K340 für Werte hat. Wo machen wir weiter? Die Verarbeitung, die technisch ist sehr sauber. Der Linerlock ist perfekt eingestellt, wie von Klötzli. Besser geht es nicht. Ich knall hier die Klinge auf und da bewegt sich gar nichts. Der steht perfekt, null Spiel, also links, rechts, auf und ab, gar nichts.
Das Messer lief nicht ganz so seitig, als es zu mir kam. Das ist aber jetzt auch schon durch einige Hände gewandert und wurde wohl auch dementsprechend benutzt. Ich habe es kurz auseinandergenommen. Alles gereinigt und jetzt läuft das wieder ganz wunderbar. Das ist schon nice. Ziemlich perfekter Klingenstand. Detent saugperfekt. Technisch ja, gibt es hier wieder absolut nichts zu meckern. Erinnert mich so ein bisschen an Enzo Design. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie dieses Modell von Enzo hieß, aber das ist halt so eine aufgeblasene Version davon. Ich liebe einfach Messer, wo man sofort am ersten Blick sieht, universell guter Worker. Wenn dann der Rest noch passt, wie diese schönen Carbon Fiber Griffschalen, dass man einfach ein bisschen was fürs Auge hat, dass dann die technische Verarbeitung komplett abholt, dann ist das schon großes Kino. Das ist ein ziemlich, wer große Messer mag, wer lange Messer mag, ein ziemlich perfektes EDC. Flachschliff wurde anständig ausgeführt, läuft relativ fein aus. Da gibt es echt nichts. Ja, wer also ein bisschen Geld über hat, auf solche russische Klapper steht, der ist bei dem Teil gut aufgehoben. Checkt ihr einfach mal die Videobeschreibung aus. Da findet ihr den Bezug. Und dann war es das auch von dem Modell. Und dann geht es gleich weiter mit dem Scout. Das gefällt mir nämlich auch ziemlich gut. Okidoki, bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.